Der Beweis, dass es bei aller Rivalität auch herzlich zugehen kann. Shake Hands der Trainer und Co's. Nur 752 Zuschauer beim Derby, geschuldet wohl einerseits dem bescheidenen Wetter. Ja, und dann ist Weißmain halt für viele nicht der liebste Austragungsort. Erster kleiner Protest der Hofer in den weißen Trikots kurz nach Beginn, die hier gern einen Freistoß bekommen hätten. Der Zupfer an Holleck jedoch ungeahndet. Dann Bayreuth. Lukas Kribicek klärt gegen Schmidt auf Kosten einer Ecke, die wir auch gleich mitnehmen. Denn die bringt in der 8. bereits den Führungstreffer durch Hannemann. Er kommt ganz schlecht aus der Kabine. Ja, das darf man nicht passieren. Ja. Das geht in einem Derby, da musst du von Anfang an da sein, auf so einem Platz. Ich stehe mal wieder Mann gegen Mann und gewinne den Zweikampf einfach nicht. Und das zieht sich dann durch. Ja. Wir gewinnen einfach zu wenig Zweikämpfe im ganzen Spiel. Das ist auf jeder Position so. Schraps verärgert. Dabei hat Hof im direkten Gegenzug doch schon den Ausgleich auf dem Fuß. Holleck, zweifach Glück für Bayreuth. Zum einen, weil Hempfling klasse pariert und weil Holleck nicht an die Strafraumkante zurücklegt, an der Strössner völlig blank einläuft. Wieder Hof über Holleck. Hempfling kommt raus, rutscht dann weg. Sturm gedankenschnell mit dem Heber. Hannemann ohne Rücksicht auf Verluste. Knapp vorbei. Es bleibt bis zur Pause beim 1:0 in einem dem Platz entsprechenden Kampfspiel. Halbzeit 2, erneut Bayreuth mit dem Blitzstart. Ulbricht energischer als Tomasch vorbei an Bruder Lukas Kribicek. 2:0, eine komfortable Führung für Bayreuth, vor allem, weil man nicht den Eindruck hat, dass die Gastgeber hier unter Druck geraten. Die Reinhardt-Elf kontrolliert das Spiel, macht auch mehr nach vorn, wenngleich ebenfalls festzuhalten ist, die ganz großen Möglichkeiten, die sind jetzt nicht mehr zu sehen. Hier geht es größtenteils über den Einsatz. Ja, welche Optionen bleiben Milo Janowski? Mit Kralik kommt für Stock ein frischer Offensiver. Doch über die Impulse, die der nur eine Minute später setzt, kann der Bayern-Coach wohl nur mit dem Kopf schütteln. Ohne Chance auf den Ball, von hinten in die Beine von Hannemann. Als Tätlichkeit wie ausgewiesen würde ich das zwar nicht deuten, aber schon als ausgesprochen dämlich ungestüm. Arbeitstag für Kralik schon wieder vorbei. Hof die letzten Minuten in Unterzahl und mit der letzten Aktion des Spiels, gar noch mit der Chance auf den Ehrentreffer. Holleck, aber Hempfling sagt, na, nun auch nicht mehr und dann ist Feierabend. Bayreuth nimmt erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage.